Gut, wir sind in der siebten Klasse, es geht um Zuordnungen und ich hatte gerade die Geschichte erzählt, wenn jemand etwas schnell und eingängig darstellen will, dann muss er sich Bilder bedienen. Das heißt, also wenn jemand einem anderen was erklären will und er haut ihm da tausende Zahlen um die Ohren, dann wird er nicht viel mitbekommen. Also wählt er die sogenannte grafische Darstellung. Grafisch heißt bildlich darstellen. Ich habe in Klammern gesetzt, einfach in Anführungsstrichen aufmalen. Aufmalen, worum es geht. So, jetzt nehmen wir uns mal eine vorbereitete Sache. Ich habe hier das schon mal hingeschrieben. Wir nehmen mal Folgendes an. Wir haben einen Preis von 3 Euro pro Stück. Also, Preis in Euro, logischerweise. Und die Stück, die können wir so lassen. Für ein Stück, demzufolge 2, 3, ich nehme mal gleich 5, 10 und 20 und meinetwegen auch noch, nee, ich werde es nicht übertreiben. Nicht gleich 40 Stück, das reicht jetzt erstmal bis dahin. Demzufolge, wenn 1, 3 kostet, kosten 2, 6, 9, 5 mal 3 ist 15, 30, gucken, 1 zu 3, 10 zu 30, Quotientengleichheit, ne? Und 20 kosten dann 60 Euro. Wenn ich mir das irgendwie aufmalen will, und zwar so ganz schnell, so schnell wie möglich, dann mache ich mir ein sogenanntes Diagramm. Dia von 2. Di heißt 2. Oh, Mono heißt 1. Das ist ja furchtbar, der Strich. So, und da wir uns im Bereich der natürlichen Dinge bewegen, natürliche Zahlen verwenden, brauche ich auch nicht im Negativen hier irgendwelche Zahlen ranzumalen. Jetzt muss ich mir Folgendes vorstellen. Schreibe ich hier Stück ran, und die Skala geht bis 20, dann muss wenigstens der letzte Punkt hier 20 bedeuten. Gut, dann kann ich das einfach aufteilen, dann nehme ich die Mitte, das ist 10. Und jetzt muss ich ein bisschen schätzen. Davon die Mitte ist 5, das geht auch noch. Dann wäre hier 15. Und wenn ich jetzt die 5 aufteile und sage 2, 4, oh, ich habe 6 Kästchen, dann muss ich ein bisschen jungeln, also ein bisschen mehr nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr läuft es da. Damit ich auch die 2 darstellen kann und die 1. Wenn ich jetzt gucke und sage, der Preis ist maximal 60 Stück, gut, dann ist bei mir hier oben 60 Euro. 60 Euro meine ich. Preis in Euro. Man schreibt das auch an die Achsen ran, damit nämlich jeder, der dieses sogenannte Diagramm oder diese grafische Darstellung liest in Form von die Werte abliest, auch weiß, worum es geht. 30, demzufolge haben wir hier eine Hälfte. 30, dann sind hier... Warte mal, was interessiert uns noch? 30, 15 interessiert uns auch. Das passt nämlich gerade, ist die Mitte. Hier hätten wir demzufolge die Mitte, dazwischen sind 45. Und wenn wir jetzt sagen 9 und 3 und 6, naja, dann müssen wir gucken. Dann müssen wir das noch irgendwie aufteilen. Hier in der Mitte wären 7,5, aber wenn ich hier 5 Dreier-Schritte nehme, also 1, 2, 3, 4, 5, dann hätte ich also hier 3 Euro und so weiter. Man schreibt die Zahlen nicht unbedingt alle ran, aber für die Übersichtlichkeit ist es besser. Und jetzt macht man nichts weiter, als zum Beispiel für diese Tabelle hier einzutragen, worum geht's. Ich trage ein, für ein Stück musste ich, da mache ich einen Punkt. Ein Stück, hier ist die 1, hier sind die 3 Euro, mache ich hier einen Punkt. Bei 2 mache ich 6, gut, 2, 6. Bei 3, 9. 3, 4, 9. Dann kommt 5 zu 15. Also ich male einfach bloß die Punkte ein, mehr nicht. 10 zu 30. Ich gehe also hier genau hoch und gucke, bis ich bei der 30 bin, mache da wieder einen Punkt. Und bei 20 mache ich 60. Nehme ich 60. Ja, ich müsste getroffen haben. So. Jetzt ist es ein bisschen seltsam. Ich könnte nämlich Folgendes machen. Ich werde es mal in Rot tun. Und ich werde es dann wieder wegnehmen. Wenn ich die Punkte alle verbinde, komme ich zu einer Linie. Und die Linie, die kann ich bis sonst wohin vorziehen. Denn ich kann auch sagen, ich möchte mal wissen, was 21 Stück kosten und so weiter. Ne? Ein Haken hat die ganze Linie. Wir müssen bei der Linie aufpassen. Achtung! Es gibt keine halben Stück. Das heißt, ich kann keine echten Zwischenwerte nehmen. Ich muss, wenn, dann immer wirklich in ganzen Stück vorwärts gehen. Ist logisch, halbes Stück haben wir nicht. Ne? Entweder ich habe ein Stück oder ich habe kein Stück. Natürlich kann ich sagen, ein halbes Stück Butter, aber darum geht es ja hier nicht. Sondern hier geht es um irgendwelche Dinge, die ich kaufen möchte und bezahlen möchte. Und dann gehe ich zum Kaufmann und sage, dann schneiden Sie mir mal ein halbes Auto durch. Dann sagt er, na, fahren Sie mit was anderem. Wir fahren ja alle mit 4 Rädern, das geht nicht.
Gut, demzufolge müssen wir bei der Linie also sagen, Achtung, ich kann keine Zwischenwerte ablesen. Also keine, und zwar nicht ganzzahligen, keine ganzzahligen Zwischenwerte annehmen. Das geht hier nicht. Das muss nicht immer so sein, das ist aber meistens so. So, jetzt gibt es die erste Frage. Ja, keine ganzzahligen, keine nicht ganzzahligen, also nur ganzzahlige Zwischenwerte. Entschuldigung, ich habe das genau falsch hingeschrieben. Ja klar. Gut, bis dahin, klar. Dass es auch abweichende Sachen gibt, dass die nicht immer so aussehen müssen, werden wir gleich im nächsten Beispiel nehmen. Wir hatten nämlich hier gesagt, hier haben wir es mit Quotientengleichheit zu tun. Ich könnte also sagen, 3 Euro entspricht ein Stück, genauso wie 6 Euro zwei Stück entsprechen. Quotientengleichheit. Nebenbei, die ergeben so einen Graphen. Ich zeige mal, wie das jetzt bei dem anderen Graphen aussieht. Wir nehmen nochmal ein Beispiel für eine bestimmte Anzahl von Leuten, meinetwegen 30 Leute, eine große Schulklasse, 30 Leute brauchen genau eine Stunde für, ach so, machen wir das Zeit in Stunden, da muss ich es nicht so oft schreiben, eine Stunde für das Aufräumen des Schulhofes. Was ist aber, wenn ich nur 15 Leute habe, dann brauche ich 2 Stunden. Denn 30 mal 1 ist 30, 15 mal 2 auch. Wenn ich nur 10 Leute habe, dann brauche ich demzufolge 3 Stunden. Habe ich nur 5 Leute, brauche ich 6 Stunden. Habe ich gar 60 Leute, brauche ich nur eine halbe Stunde. Leute kann ich nicht teilen, aber Zeit schon. Hier gibt es eine Frage. Okay, also Frage geklärt, ne? Nochmal. Hier ist Produktgleichheit. Wenn ich sage, ich nehme das hier mal, da muss überall ist gleich 30 Leutestunden, LH, 30 Leutestunden und so weiter. Das muss hier die ganze Zeit rauskommen. Das ist Produktgleichheit. So, wie sieht das aber aus in einem sogenannten Diagramm? Wir werden später das Wort Koordinatensystem verwenden. Ich sage jetzt erstmal Diagramm, das geht schneller, das ist eingängiger. Jetzt müssen wir wieder gucken. Nehmen wir mal, in Abhängigkeit von den Leuten brauche ich entsprechende Zeiten. Also in Abhängigkeit von den Leuten, dann schreibe ich Leute hier hin. Leute, da brauche ich nicht Stück ran zu schreiben. War das eine Frage? Okay, wir hatten sogar eine Wespe drin. Und das bei Temperaturen draußen mindestens 9 Grad. Gut, Leute, wie viele Leute haben wir? Das ist unsere Ausgangsfrage. Wir überlegen nicht, wie viel Zeit brauchen wir zuerst, sondern das, was wir zuerst überlegen, wenn wir 30 Leute oder gar 60 Leute oder sonst was sind, das schreibt man im Allgemeinen an die untere Achse. So, und jetzt sagen wir Leute, warte mal, maximal 60 Leute. Aha. Machen wir das gleiche wieder. Dann ist hier Ende. Hier ist 60. Gut, dann ist die Hälfte 30. Dann kann man sich schön eine Übersicht schaffen. Hiervon ist die Hälfte 15. Hiervon wäre die Hälfte 45. 15, 10, 5, also habe ich hier eine Dreierteilung, ne? Hier ist 5, hier ist 10, hier ist 15, das würde auch klappen. Und jetzt machen wir das mit der Stunde. Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden maximal, naja gut, also T in Hour, Stunde, H wie Hour, ne? Maximal 6 Stunden, okay, sagen wir hier sind 6 Stunden, dann sind hier in der Mitte 3 Stunden. Hier in Dreierteilen habe ich hier eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Achso, sieht aus wie eine 34, das kann ich, kann es ja weglassen, weil ich ja das H hier oben hingeschrieben habe. 3, dann habe ich 4, 5 und so habe ich ganz schnell mein Diagramm eingeteilt. Jetzt nehmen wir mal hier die Wertepaare. Ich mache die Wertepaare mal in hellgrün. Wir fangen oben an, 30 Leute sind wir, dann brauchen wir eine Stunde. Das hätten wir. 15, dann brauchen wir 2 Stunden. Ach, das scheint ja wohl die gerade hier unten runter zu gehen. Na, mal sehen. 10, dann brauchen wir 3 Stunden. Na, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Wir werden gleich sehen, was hier nämlich für eine seltsame Linie entsteht. Die hätten wir auch. 5, dann brauche ich 6 Stunden. Ui, nanu. Und 60, dann brauche ich bloß eine halbe Stunde. Na, jetzt wird aber ein komisches Gebilde. Die halbe Stunde ist hier. Und wenn ich das verbinde, ich versuche das mal, ich mache das mal mit dunkelgrün. Das wird eine spezielle Kurve.
Und zwar diese Kurve nennt sich Hyperbel. Ich schreibe das Wort gleich mal auf. Wir haben dann Zeit zum Mitschreiben und Mitmalen. Die hat noch eine Besonderheit, die wird sich nie irgendwie mit der schwarzen Linie kreuzen und mit der schwarzen Linie kreuzen. Das wird nicht passieren. Also, die läuft ganz eng dann später an diesen beiden Linien. Aber das Ding nennt sich Hyperbel. Hyperbel. Jetzt haben wir einen neuen Ausdruck. Jetzt machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Das unterscheidet sich nämlich ganz grundsätzlich von dieser Geraden. Achtung, hier haben wir es nämlich mit Produktgleichheit zu tun und oben hatten wir es mit Quotientengleichheit zu tun. Noch eine kleine Bemerkung, ja. Wenn ich hier Leute und Zeit vertausche, passiert auch nichts Schlimmes. Wenn ich hier Stück und Preis vertausche, passiert auch nichts Schlimmes. Das ist in diesem Fall, da braucht ihr keine Bange zu haben, nicht so wild. Aber eins ist ganz sicher, die beiden Dinger unterscheiden sich drastisch. Und jetzt machen wir erstmal Pause, klären Fragen und dann machen wir im nächsten Video weiter. Ja, die Frage, wird das dann mal irgendwie ein Kreis? Das sieht ja hier so schön rund aus. Ja. Ich habe mal hier eine verkleinerte Darstellung genommen. Nee, das wird immer diesen Kurvenverlauf haben, hier irgendwie durch so richtig schön rund um die Ecke laufen und sich dann und ganz, ganz, ganz eng weiter bis ins Unendliche diesen beiden Achsen anschmiegen. Nächste Frage. Jetzt war die Frage, kann denn die nicht doch mal irgendwann die Achsen schneiden, diese Kurve, diese Hyperbel? Da könnten wir Folgendes mal ausmalen, uns im Geiste. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Jetzt nehme ich nicht 60, sondern jetzt nehme ich mal 600 Stunden, Leute, also ganz viele, dann brauchte ich nur 0,05 Stunden. 0,05 Stunden kann ich, das wissen wir, umschreiben als 0,05 mal 60 Minuten. Jetzt habe ich die Stunde in Minuten umgewandelt. 0,5 mal 60 wären 30 und 0,5 sind 3 Minuten. Ich nehme mal 6000 Leute. Und immer noch habe ich ein bisschen Zeit, nämlich 0,005 Stunden. Also hier wären es 3 Minuten. Und wenn ich dann sage 0,005 Stunden und sage, ich gehe in den Sekundenbereich, dann muss ich 60 mal 60, 3600 Sekunden nehmen. Und wenn ich das ausrechne, bleiben immer noch ein paar Sekunden übrig. Und wenn ich 6 Millionen Leute nehme, da haben wir keinen Platz auf dem Schulhof, ist klar, auch mit 6000 nicht. Aber ich habe immer noch ein Quäntchen Zeit. Und wenn ich die ganze Erde nehme, 6 Milliarden, dann müsste sich wahrscheinlich bloß noch einer, müssten sich alle ganz kurz mal bücken und dann wäre der Schulhof aufgeräumt, wenn das ginge. Und wenn ich noch 3 Erden dazu nehme, die auf unseren Schulhof drauf passen, braucht man noch so wenig Zeit, dann wären es vielleicht Mikrosekunden oder Nanosekunden. Aber auf jeden Fall bleibt immer noch ein bisschen Zeit übrig. Das heißt, ich werde immer über Null bleiben, denn hier ist Null. Nullzeit. Aber ich werde immer noch ein bisschen Zeit haben, also können die sich nie schneiden. Genauso ist es umgekehrt mit den Leuten. Beinahe. Denn jetzt kommt der Haken. Wenn ich noch einen Leut nehme, machen wir das im Umgekehrten. Ein Leut. Ja, was ist dann? Dann brauche ich 30 Stunden. Kann ich einen halben Leut nehmen? Das geht nicht. Und da ist in dem Fall vorbei. Aber das gibt dann später, wenn wir mit Atomen oder sonst was für ein Kram rechnen, gibt es auch solche Zusammenhänge und da kann man dann immer noch weniger nehmen. Und noch weniger und noch weniger und noch weniger. Aber irgendwo unter einem Stück ist dann Schluss. Aber wenn ich das Gleiche mit Zeit und Gramm nehme, ja, dann nehme ich irgendwann Milligramm, Mikrogramm, Nanogramm, Pikogramm, Femtogramm, Attogramm und so weiter. Ich kann also bis ins Letzte gehen, bis ich bei einem Atom angelangt bin. Das ist aber so weit, das kann ich zeichnerisch nicht mehr darstellen. Gut, wir haben das jetzt soweit auch ins Heft übertragen, auch die Extrembeispiele. Ne? Ich habe noch eins dazugefügt, 60.000 Leute brauchen dann nur noch 1,8 Sekunden und so weiter und so fort. Zur grafischen Prüfung einer Geschichte. Wenn ich folgende, jetzt kommt noch ein Wort dazu, Graphen sehe. Das ist ein Graph, das Grüne ist ein Graph. Der Graph ist also die zeichnerische Darstellung. Graph. Hier heißt es auch Graph. Der Graph ist also die Linie sozusagen, die dabei rauskommt. Oder die Menge an Punkten. Wenn ich dann solche Sachen sehe, wie hier zum Beispiel, das hier. Und ich sehe, das ergibt keine durchgehende, immer weiter gleichmäßig ansteigende Linie. Auch wenn die noch so flach verläuft. Aber wenn sie nicht gerade ist, dann muss irgendwas passiert sein mit meiner
entsprechenden Wertetabelle, dann ist hier irgendwo ein Knick drin. Das werden wir dann noch üben. Das heißt, ich habe keine echte Proportionalität. Auf das Wort komme ich auch noch zu sprechen. Also ich habe keine echte Quotientengleichheit. Umgekehrt, ich fange mit meiner Hyperbel an, komme da richtig schick angeschmiegt von der Ordinate. Ich komme hier schön mit der Linie angeschmiegt von der Ordinate und die fängt auch an, hier theoretisch hier so weiterzugehen. Aber plötzlich macht es einen Knick. Oder ich mache es mal in orange. Die kommt hier so richtig schön an. Die läuft bis hier runter, wunderbar. Und plötzlich läuft sie ganz anders, nämlich nicht weiter anschmiegen. Dann liegt auch keine echte Zuordnung vor. Na, dann ist da irgendwas gestört. Das sieht man also schon anhand des Bildes, da stimmt was nicht. Eine Hyperbel muss hier im Verkleinerten so aussehen oder im Vergrößerten so. Die kann auch durchaus so laufen. Das heißt, hier einen viel weicheren Bogen haben, die könnte auch so laufen und einen ganz scharfen Bogen hier unten haben. Aber sie darf beide Achsen nicht berühren und muss wirklich durchgehend als Hyperbel zu erkennen sein. Dann liegt eine echte Zuordnung vor. Umgekehrt, diese Gerade, die hier entsteht aus lauter Punkten, die ich dann reinmale, die kann durchaus ganz flach laufen. Die kann auch ganz steil laufen. Ganz egal. Wenn sie gerade sind, diese Linien, dann ist alles in Ordnung, dann habe ich eine echte Zuordnung. Wir kommen gleich zu den weiterführenden Begriffen, aber an dieser Stelle halte ich das Video erstmal an. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und eine Frage, wie gefällt euch Mathe? Yes. Das sage ich auch.